Tag 2 ihrer Deutschland-Tournee führte das britische Thronfolgerpaar in den Südwesten der Republik. Genauer gesagt ins romantische Vorzeigestädtchen Heidelberg. Zum Auftakt des Besuchs der Empfang durch Ministerpräsident Kretschmann von dem Deutschen Krebsforschungszentrum, in dem sich William und Kate die Behandlung der akuten myeloischen Leukämie erläutern ließen. Ganz besonderes Highlight der Kurzvisite in Baden-Württemberg: der Herzog und die Herzogin von Cambridge treten auf dem Neckar als Steuermann respektive Steuerfrau eines Ruderachters gegeneinander an. Der Prinz William Achter soll der Schnellere gewesen sein. Natürlich allenfalls eine Randnotiz des royalen Renngeschehens. Denn gewonnen haben heute alle. Das Brexit-geschädigte Briten-Image, Gastgeberin Heidelberg und nicht zuletzt die zahlreich angereisten Royal-Fans. Eben noch ein Fass angestochen, kurz probiert, ein paar Handshakes auf den Neckarwiesen und Goodbye, Prince and Duchess.